Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 20. Dezember 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession, und das bedeutet, dass unsere Sonne und die gesamte Sonnensystem bewegt sich durch den platonischen Jahr, und ein platonischen Jahr entspricht etwa 26.000 Jahren, und das entspricht unserem Atemzüge täglich. Und wir leben gerade in Wassermann-Zeitalter, und das ist genau diese Bewegung. Also es ist eine andere Berechnung. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Aszendent ist oder wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, dass das anderes ist als im westlichen Horoskop. Bevor ich starte, möchte ich noch die geheimnisvolle Rauhnächte nochmal verkünden. Ich habe diesbezüglich ein Video gemacht, wo ich erkläre, was das genau bedeutet. Dieses Video habe ich nicht veröffentlicht, aber es besteht die Möglichkeit, dieses Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch zu nichts verpflichtet. 25. Dezember starte ich die einzelnen Rauhnächte 12 Tage lang. Jeden Tag entspricht ein Monat. Und das bedeutet, 25. Dezember steht in Verbindung zum Januar 2019. 26. Dezember steht mit Februar in Verbindung. 27. Dezember steht mit März in Verbindung. 28. Dezember steht mit April in Verbindung, 29. Dezember steht mit Mai in Verbindung, 30. Dezember steht mit Juni in Verbindung, 31. Dezember steht mit Juli in Verbindung, 1. Januar 2019 steht mit August in Verbindung, 2. Januar 2019 steht mit September in Verbindung, 3. Januar steht mit Oktober in Verbindung, 4. Januar steht mit November in Verbindung, 5. Januar steht mit Dezember 2019 in Verbindung und 6. Januar ist dann die Krönung, die drei heiligen Könige. Jeden Tag veröffentliche ich ein allgemeinen Orakel in meinen anderen Kanal. Und das heißt venezianisches Liebesorakel. Und jede Orakel, jede Legung entspricht die einzelnen Monaten. Und mitternacht mache ich ein Ritual. Das heißt, 25. Dezember mache ich ein Ritual für Januar, 26. Dezember ein Ritual für Februar, 27. Dezember ein Ritual für März und so weiter. Und jedes Ritual entspricht nicht nur den verschiedenen Monaten, sondern anderen Themen. Ein Ritual steht für Berufung, andere Ritual steht für Finanzen und gibt es Ritual für die Liebe und so weiter. Das habe ich alles aufgeschrieben, aufgelistet. Wenn ihr wissen möchtet, welche Ritual, welchen Themen, welcher Monat, welche Themen zugeordnet ist, dann könnt ihr mir E-Mail schreiben, ihr bekommt diese Liste und könnt ihr überlegen, ob ihr Interesse daran habt, in diesem Ritualen oder einzelnen Ritualen teilnehmen, dann dürft ihr eins auswählen,
Die Teilnahme beträgt mein Honorar pro Ritual 10 Euro. Und wenn ich schon mal erwähnt habe, dass ich einen anderen Kanal habe, und das ist die venezianische Liebesorakel, dann kann ich auch erzählen, ich habe nicht nur das, sondern insgesamt habe ich 5 Kanäle. Und Januar 2019 kommt die 6. Kanal dazu. Ich verrate noch nicht, was dort kommt, aber wird interessant sein. Und die bestehenden Kanäle einmal hier, Tendera Susanna Medici, die täglichen Horoskopen in venezianisches Liebesorakel, gibt Legungen, Legesystemen. Und dann habe ich die Meisterin des Kartenlegens. Dort könnt ihr erlernen, die Kunst des Kartenlegens, gibt auch Legungen und Legesystemen und auch Runen. Orientalisches Liebesorakel, auch Wochenende Liebesorakel, Legesystemen, Düfte und Kaffeesatz lesen und Engel Liebesorakel und kommt die täglichen Engelbotschaft. Und jetzt zum Astrologie. In diesem Bild zeigt sich die 12 Lebensbereiche. Der erste Lebensbereich hat mit unserem Selbst zu tun, mit unserem Aussehen, unserem Auftreten, unserer Persönlichkeit, unserer persönlichen Umgebung. Und wie bringen wir das im Ausdruck, wie werden wir wahrgenommen? Der zweite Lebensbereich handelt sich um Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Der dritte Lebensbereich sind Schulungen, Prüfungen, Kontakte, Nachrichten, Internet, Verbindungen zum Nachbarn, Verbindungen zu Verwandten, kleine Veränderungen, kleine Reise, einiges in Bewegung. Und der tiefste Punkt des Horoskopes bedeutet für mich wie die Wurzel eines Baumes. Hier fühlen wir uns verankert, verwurzelt, das gibt uns Halt. Und das ist unserem Ahnen, unserem Herkunft, unseren Traditionen und auch unserem Zuhause. Der fünfte Lebensbereich sind die Kinder, unsere eigenen Kinder und Enkelkinder. Aber auch die Nachdenklichkeit in unserer eigenen Kindheit, diese Erinnerungen, natürlich auch das inneren Kind heilen. Und hier sind die schöpferische Energie. Oder ein Hinweis, etwas mal spielerisch betrachten. Hier entwickeln uns die Lebensfreude. Der sechste Lebensbereich steht für Arbeit, Pflichten und Gesundheit. Der siebte Lebensbereich Partnerschaft, auch geschäftliche Kontakte. Der achte Lebensbereich handelt sich um Loslassen, um Todesfälle, um eine Wandlung und Transformation, Erbschaften, Testament, ämtlichen Sachen, auch das Geld vom Partner oder Partnerin, hier liegt die Sexualenergie. Neunter Lebensbereich ist eine Reise, Auslandskontakte, bedeutet auch höhere Bildung und auch eine innere Reise, die Suche nach Gott, die Suche nach Sinn des Lebens. Also gibt es auch hier die religiösen Themen. Die zehnte Lebensbereich steht ganz oben, das ist die Krone des Baumes, das Höchste, was man erreichen kann, wo wir Anerkennung bekommen. Hier liegt auch unsere Berufung. Elfte Lebensbereich sind unsere Wünsche und Hoffnungen, auch die Freunde und soziale Kontakte. Und die 12. Lebensbereich steht für Karma, die Ursache von Krankheiten. Hier sind die Geheimnisse des Lebens. Hier sind auch geheime Handlungen, all das, was hinter geschlossenen Türen passiert. Und hier liegen unsere geheime Feinde. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont auf. Ich starte den Tag immer mit Sonnenaufgang, weil naturgemäß so beginnt der Tag.
Und energetisch ist immer wichtig, mit welcher Energie starten wir etwas. Und deswegen ist diese Tagesenergie, dieser Tageshoroskop, wir starten den Tag mit Sonnenaufgang. Der zweite Lebensbereich steht die Tierkreiszeichen Steinbock, dritter Lebensbereich Tierkreiszeichen Wassermann, vierter Lebensbereich Tierkreiszeichen Fischen, fünfter Lebensbereich Tierkreiszeichen Widder, sechster Lebensbereich Tierkreiszeichen Stier, siebter Lebensbereich Tierkreiszeichen Zwillinge, achter Lebensbereich Tierkreiszeichen Krebs, neunter Lebensbereich Tierkreiszeichen Löwe, zehnter Lebensbereich Tierkreiszeichen Jungfrau, elfter Lebensbereich Tierkreiszeichen Waage und zwölfter Lebensbereich Tierkreiszeichen Skorpion. Und das ist die Monatthema. Die Monat, in diesem Monat herrscht noch Tierkreiszeichen Schütze, weil dort befindet sich die Sonne. Und Sonne, das ist Helios. Helios, die Sonnenwaage, und zieht das Ganze nach oben, so wie unser Planet dreht sich. Das kommt von Rotation, diese Bewegung. Das zieht alles die Energie nach oben. Aber die Tierkreiszeichen Schütze ist die Führer über den Monat. Tierkreiszeichen Schütze führt Monat Dezember und beschreibt die Monatsthemen. Und alle anderen Tierkreiszeichen folgen dann. Das ist wie ein Lokomotiv. Hier ist die Lokomotive und hier sind die Waggonen von dem Zug. Also zieht das Ganze. Natürlich nächsten Monat ändert sich das, weil dann führt die Tierkreiszeichen Steinbock. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze, Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Stier, aktiviert Themen in beruflichen Situationen, Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, das ist die männliche Energie, ist aktiv im Internet oder Bildung oder Schulungen oder kleine Reiseverbindungen zum verwandten Nachbarn, also setzt etwas in Bewegung. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, ein geheimer Vertrag, ein geheimes Gespräch oder unserem Feinden sprechen etwas hinter unserem Rücken. Jupiter ist auch in Tierkreiszeichen Skorpion und Jupiter steht für Gerechtigkeit, also auch für die Rechtssystem. Das kann bedeuten, dass hier geheime Verträge geschlossen werden und beeinflusst unserem Rechtssystem. Oder jemand spricht hinter unserem Rücken und das ist ungerecht und Jupiter zeigt, öffne dein Auge, wo liegen die Ungerechtigkeiten, weil Jupiter vertritt zwar die Gerechtigkeit und damit die göttliche Gerechtigkeit ist gemeint, aber öffnet unserem Augen auch um die Ungerechtigkeiten. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, Kreativität in einer Gruppe mit gleichgesinnten Menschen oder Einladung, Harmonie im Freundeskreis, aber bedeutet auch die Liebe im Freundeskreis zu finden oder in einer Gruppe mit gleichgesinnten Menschen, wie zum Beispiel ein Sportverein. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze, und die Schützengeborenen haben die Lernaufgabe, diese Selbstdarstellung nicht zurückziehen, sondern sich zeigen, etwas in Licht zu bringen oder die Wahrheit suchen oder den Lebensweg beleuchten. Uranus ist rückläufig in Tierkreiszeichen Widder.
Diese Rückläufigkeit bedeutet, das bremst etwas die Verbindung zum Kinder oder die kreative Arbeit. Aber diese Rückläufigkeit zeigt auch karmischen Themen und vor allem Uranus bestrahlt gerade bei den karmischen Knoten. Die absteigenden Mondknoten in Tierkreis zeichnen Steinbock, alte Karma und die neue Schicksalsweg zu bestimmen, die Suche nach dem Platz oder Aufgabe des Lebens. In dieser Reise sind gerade die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen, befinden sich gerade in einer Wandlung und hier sind karmische Themen aktiviert. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Neptun ist sehr schön, wenn es um die Träume geht, unseren Visionen oder unseren Intuition und Inspiration. In einem künstlerischen Bereich ist Neptun sehr, sehr hilfsreich. Aber wenn wir Klarheit bekommen möchten über etwas, dann ist es schwierig mit dieser Neptun-Energie, weil Neptun lässt das alles so undurchschaubar wirken. Und so erleben das gerade die Männer im Bereich Internet oder Schulungen, Prüfungen oder bei Verwandten oder bei Nachbarn. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und zeigt, sie sollen gerade in ihren Kraft achten, alles loslassen, was diese Kraft, diese Energie raubt und konzentriert bleiben. Die Verbindungen. Sonne, Mond steht in einer Verbindung und das ist ein sogenannter Quinkungsaspekt und das löst Unsicherheiten, Unklarheiten aus. Mond hat einen Einfluss auf die Aszendent, wieder ein Quinkungsaspekt und das bedeutet unsicheren Auftreten oder man traut etwas nicht zu oder zweifelt an sich selbst. Und diese Zweifel haben gerade die Schützengeborenen und die Stiergeborenen zweifeln an ihrem Arbeit oder an ihrem Arbeitsplatz. Merkur und Jupiter steht in Verbindung, aber in Verborgenen. Hier handelt es sich um Geheimnisse, geheimen Treffen, geheimen Gesprächen, geheime Verträgen oder unserem geheimen Feinde und das sollen wir auch erkennen, was spielt sich ab hinter geschlossenen Türen gerade. Venus und Neptun stehen in einer wunderschönen Verbindung, das ist die Kunst, Kreativität, besonders bei den Damen und bedeutet auch eine traumhaft schöne Liebe. Mars steht mit Pluto in einer schönen Verbindung und das zeigt die männliche Kraft, sich durchsetzen, sich behaupten, in dieser inneren Kraft zu bleiben. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Stier, in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Kritika und wird von den Plejaden bestrahlt. Die Plejaden sind die sieben Geschwister, die Töchter von Atlas und die Plejaden weinen. Die Plejaden nennt man auch als Regengestirne und genau das erzählt Frau Holle. Und hier ist wichtig überlegen, was für Einstellung wir haben im Leben. Sind wir die Pechmarie oder sind wir die Goldmarie? Und hier wandelt Mond gerade durch den goldenen Tor die Ekliptik, aktiviert und stellt die Frage, welche Einstellung hast du im Leben? Bist du optimistisch und bist du die Gewinner im Leben oder bist du pessimistisch und bist du die Verlierer im Leben? Und das wird durch diese Mondenergie heute aktiviert. Und jetzt alles, was wir gerade starten, trägt diese Energie und geht genau in diese Richtung. Das heißt, wenn jemand pessimistisch jetzt gerade etwas beginnt und traut es nicht zu, dann verliert auch und regnet Pech.
wenn jemand jetzt überzeugt von sich ist und optimistisch mit Lebensfreude startet etwas, dann gewinnt, also regnet Gold. Und ich hoffe, dass das so kommt auch, dass hier Gold regnet. Und das ist nicht nur das finanzielle Reichtum, sondern das bedeutet uns auch das inneren Reichtum. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Dieses geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.